Es gibt eine Tätigkeit beim Wandern, eine ganz spezielle Tätigkeit beim Wandern, die verbindet sexuelle Erfüllung und Wandern. Das ist das Nacktwandern. Ja? Und die sehen doch schon total glücklich aus, oder? So richtig, ja, die postulieren immer eins mit der Natur, ja, und dieses Körpergefühl, ach, Klamotten ist doch von vorgestern. Und stellen Sie sich mal vor, es ist 30 Grad und Sie haben diese 100% Polyester-Rucksäcke auf dem Rücken. Das ist so eine tolle Sache, oder? Also, vielleicht bin ich altmodisch, aber ich kann mir das nicht vorstellen, die mit diesem Nacktwandern. Ich habe halt sowas wie Schamgefühl. Also es gibt ja im Wald nicht nur Ameisen, Rehe und Wildschweine, sondern auch Mountainbiker, Forstarbeiter und andere Wanderer. Und ich habe keine Lust, immer so wie so ein, wie so ein, wie so ein Freistoßsteher, Mauersteher irgendwie durch den Wald zu gehen. Und außerdem, so diese physischen Beeinträchtigungen, die stelle ich mir unangenehm vor. Im Sommer, wenn dann der Mückenschwarm ankommt und man fragt sich, wirkt Autan auch wirklich in jeder Körperritze? Und gerade die schönsten Wege sind ja diese schmalen Pfade und da muss man halt dann auch mal an Brennnesseln vorbei und an Disteln und dann bleibt der Penis in der Dornhecke hängen und das ist doch alles nicht schön, oder? Ich habe nur, also in einem Buch über Nacktwandern habe ich gelesen, ein Vorteil hat das Nacktwandern gerade für Männer, wenn es regnet. Ja, sie brauchen keinen Regenschutz, der Knirps ist immer dabei, ne? Aber... Ja, die einen sagen so, apropos Regen. Also es gibt irgendwie natürlich wirklich Gefahren beim Wandern wie Gewitter, die sollte man ernst nehmen. Also das kennen viele aus dem Hochgebirge, man geht los, Sonnenschein, dann kippt das Wetter und dann kommt dieses Donnergrollen und die Blitze und dann gibt es ja diesen Merksatz, Eichen sollst du weichen, auch die Fichtenwell mitnichten, auch die Weiden sollst du meiden, nur die Buchen sollst du suchen. Natürlich völliger Humbug, völliger Quatsch. Ja? Sie müssen vielmehr, wenn ein Gewitter kommt, zählen, wie viele Bäume um sie rum sind. Wenn Sie also in einem dichten Fichtenwald sind und da sind tausende Bäume um Sie rum, ja, dann gilt eher die Regel unter den Bäumen als einer von vielen. Da fragt sich der Blitz, wie soll ich da zielen? Ja? Da haben Sie sehr gute Überlebenschancen. Gehen Sie allerdings ja, auf so einer Wiese und da ist so ein alleinstehender Baum, dann, wenn Sie darunter Schutz suchen, ist Ihr Partner sehr schnell alleinstehend. Dann gilt die Regel, der Baum und du und sonst nichts weiter, dann wirst du schnell zum Blitzableiter. Ja?